Hallo? Okay. Also ich mache jetzt alle Kerzen wieder an. Bitte dann auch anlassen. Wohl nicht wahr sein. Schieße mal. Ja, da geht irgendwie Schmutz und Blut eigentlich durch diese Einbuchtung, Türe oder auch immer, was das sein soll. Okay. Das ist der Keller jetzt hier. Oder so eine Art. Vordere Seite Jessica Webb Thomas, Saphir-Preisträger 2016. Rückseite Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen, verschlungenen Seelen zu reinigen. Ha. Gut. Hat sich ja ziemlich viel Mühe jemand gegeben. Okay. Kann man die das wegziehen? Nein. Na du? Okay. Da ist was drin. Shit. So einfach ist das gar nicht. Oh, es ist doof mit der Maus. Hallo? Errungenschaft freigeschalten, Wasser. Ja, das ist ja nett. Okay. Wasser, Wasser. Keine Ahnung, ich meine Wind. Erde, Feuer. Oder war das nochmal Erde? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, das ist Erde, Wind, Feuer. Kein blassen Schimmer. Aha, okay. Ja gut, versuchen wir mal, alle Teile zu holen. Alter. Dieses blöde Handy. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Oh, das ist aber nett von dir. Sehr, sehr, sehr liebenswürdig. Okay. So,
Also als wäre da was zu holen. In slawischer Volkskunde ist Baba Yaga ein übernatürliches Wesen, das wie eine missgestaltete, grausame Frau aussieht. Sie ist die älteste Art Hexe, grimmig und übel. Sie lebt in Fegefeuer und labt sich an Kindern. Sie vermag es nicht selbstständig, Kinder zu jagen. Sie müssen ihr geopfert werden. Sie glaubt, dieses Ritual hilft ihr, den Tod zu überwinden. Mit Sprühen. Das ist ja witzig. Was ist denn da Blut an denen hier halt? Oh, dieser Ton. Gut. Wie auch immer er die Tür öffnet, wenn er zwei Sachen in der Hand hat. Sie. Hier ist wieder. Nein. Mitnehmen. Geht es nicht mehr? Okay, schade. Sicher anmachen hier, oder? Komm mal mit. Nein? Oh, Mist. Oh, jetzt ist der Schriftzug weg. Okay. Gänsehaut. Da komme ich nicht mehr rein. Ich bin wirklich verdammt verängstigt. Sie kommen mich holen. Das ist alles meine Schuld. Das war Luft, Erde ist der Kreis, ja. Spirit, Fire, Water, Edelstein des Geistes, Amethyst, Edelstein des Wassers, Feuer, Smaragd. Das heben wir nochmal uns auf. Vorderseite Chloe mit 9 Jahren und ihr Lieblingspuppe Ruby, Rückseite Feuer. Und ihr kaltes, totes Herzenkorn. Ja, das ist der Stein, den wir bräuchten. Wir bräuchten sozusagen die kleine Puppe Ruby. Ach. Es tut mir leid, bitte hilf mir. Ich meine das nicht ernst. Wir sind jetzt in dem Gamers Room, Basement, Kitchen, Drawing Room. Spielzimmer wäre 4. Salon, Keller, Küche, Erdgeschoss. Wir waren hier noch nie. Kann das? Es
Es gibt hundertprozentig ein Achievement für alle Kerzen anzumachen. You're my. Wo bist du runtergefallen? Okay. Ben Thomas im Auftrag von Jessica Webb Thomas an die zuständige Abteilung. Ich kenne Jess jetzt schon über 5 Jahre und wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dass ich diese Beschreibung meiner lieben Frau verfassen darf. Sie ist meine Seelenverwandte, liebevoll und fürsorglich. Sie ist meine starke Schulter, sie ist meine Stimme der Vernunft und ich bin stolz, dass sie die Mutter meiner Kinder ist. Ich glaube, dass die Vorenthaltung von Chloe gegenüber Jess eine Verminderung von allem ist, was sie zu bieten hat, und raubt ihr die verdiente Gelegenheit der Wiedergutmachung. Uns ist bewusst, dass sie vor langer Zeit einen Fehler gemacht hat, und ich bin mir sicher, dass Jess alles tut, um Chloe Glück, Sicherheit und Liebe zu geben. Sie hat ihr Leben drastisch geändert, ist erfolgreich geworden und ich behaupte, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Mit freundlichen Grüßen, Ben Thomas. Danke, Ben. Sehr schön gesagt. Oder geschrieben, aber wo bist du? Ach, das können wir gleich aufmachen. Kerze. Standen die Köster immer schon? Vibrationsalarm 5000. Was geschieht mit mir? Die Puppe in der Küche. Sie brennt. Wo war denn nochmal die Küche? Moment. Muss mal schnell abchecken. Rechts. Aus. Ah, kann ich nicht mitnehmen. Lass ich mal hier liegen. Mann, oh Mann. So langsam nicht mehr euer Ernst. Der Zeitungsbericht. Kann ich das aufmachen? Nein. Hier geht's doch zur Küche. Eine schöne Küche. Ah, da ist ein Beil. Der Kühlschrank war da schon immer. Der ist nur leicht. Der stand nicht richtig, als sie ihn geliefert haben. Ja. Es gab eine junge Frau, die von allen anderen Menschen aus ihrem Dorf schikaniert und gestichelt wurde. Sie war stets einsam, aber sehnte sich, Mutter zu sein und für ein Kind zu sorgen. Mit dem Alter zog sie sich aus der Gesellschaft zurück. Kinder des Dorfes nutzten ihr Wissen über das Verlangen der Frau aus. Sie klopften an ihre Tür und liefen weg. Man sagt, es trieb sie allmählich in den Wahnsinn. In Irrsinn und Not traf sie ein Abkommen mit dem Dämonen Baba Yaga. Ihr sollt den Kinderwunsch gewährt sein, musst aber der Baba Yaga fortan dienen und ihr menschlichen Kinder als Opfer darbieten. Die Dorfkinder, die sie so gequält haben, sollten ihre Rache spüren.
Sie legte einen Fluch auf ihre Tür, sodass jedes an dieser Tür klopfende Kind zur Beute von Baba Yaga wurde. Okay. Die Puppe brennt in der Küche. Wir müssen es erstmal ausmachen. Wie mache ich denn den Herd aus? Vor allem, der hat den Stein. Du kannst mit der Axt verschlossene Türen öffnen, indem du die Türgriffe zerschlägst. Oh ja, genau. Um Himmels Willen. Haben wir das auch? Feuer fertig. Läuft. Hut ab! Schwinge ich mein Toupet, hab ich mich erschrocken. Sehr gut. Das haben wir schon gelesen. Jetzt kamen wir durch diese Tür rein. Können wir hier nochmal rein?